Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir sind hier bei den Ralata in dem... Jella, Schläfer, kommt her! Ross Gustav, was wollt ihr? Meint ihr mich? Der Preis der Freiheit. Wen denn sonst? Natürlich meine ich euch. Kommt, wir müssen etwas besprechen. Was wollt ihr? Ross Gustav folgen? Schwester Trägheit? Was hat er jetzt vor? Oh, da ist was zum Einsammeln. 7 von 15. Gustav? Wäre stehlen, okay. So, besser. Ihr seid die Söldnerin, oder? Ihr seid diejenige, die die Seiten des Schlechters beschafft hat. Was interessiert euch das? Naja, ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Dürfen wir dieses Gespräch überhaupt führen? Was meint ihr? Natürlich dürfen wir. Auch wenn es in unser beider Interesse wäre, es nicht zu sehr an die große Glocke zu hängen. Wobei wollt ihr meine Hilfe? Ganz einfach. Ich will, dass ihr mir etwas beschafft. Relikte alter Völker, um genau zu sein. Sammlerstücke. Im Gegenzug werde ich euch üppig belohnen. Mir war nicht klar, dass Sprösser der Rater derart vermögend sind. Tja, nicht alle von uns sind in Rattenscheiße und Fledermausdung aufgewachsen. Stellt euch vor. Ich bin kein Unterstädter. Um genau zu sein, das genaue Gegenteil. Ich bin erhabenen Pfades. Erhabenen Pfades? Sie kommt aus der Oberstadt? Gut kombiniert. Und jetzt seid ihr hier, warum? Warum habe ich meine ach so glorreiche Zukunft unter den Arkerspießern aufgegeben? Weil es Schwachsinn ist, leer, ebenso wie das Gerede von rechten Pfad und Wegestreue. Die Spießer wie mein ehemaliger Vater versuchen die Sinnlosigkeit ihrer Existenz mit teurem Schmuck, gepuderten Perücken und arazialischen Branntwein zu ertränken. Die Götterlämmer mit Lügen von den ach so glorreichen, ewigen Pfaden, in denen wir Jungfrauen Honig von den Nippeln lecken können, wenn wir in diesseits nur brav und obrigkeitshörig genug waren. Dieser bedeutungslose Schwachsinn. Ich bin ihnen leid. Die Ralaim haben verstanden, dass wir nur eine einzige Chance haben, uns von der Endlichkeit des Lebens zu befreien. Und ich beabsichtige, sie zu nutzen. Und trotzdem, wovon bezahlt ihr mich? Ich dachte, ein Spross vermachtet seine Besitztümer der Rata, wenn ihr eintritt. Das tut er auch. Was ihn aber nicht davon abhält, an einem sicheren Ort einen kleinen Beutelgroschen für schlechte Zeiten aufzubewahren, oder? Wissen eure Eltern, dass ihr hier seid? Ich habe keine Eltern mehr. Die Ralata ist meine Familie. Aber ja, meine Erzeuger wissen sehr genau, wo ich bin, und sie haben auch schon mehrfach versucht, meiner Spinnerei, wie sie es nennen, ein Ende zu setzen. Seit Bruder Gier sie mit einer Tracht Prügel zurück in die Oberstadt befördert hat, haben sie es gelassen. Wenn ihr meine Meinung wollt, geht zurück. Ihr habt zu viel, um es aufzugeben. Ach, und wie stellt ihr euch das vor? Dass ich einfach meine Roben abwerfe und herausspaziere wie Schwester Hochmut? Vergesst es! Wer den Ralas annimmt, tut es für ein Leben lang. Und obgleich ich euch für eure spirituellen Ratschläge danke, habe ich nicht nach eurer Meinung gefragt, sondern um eure Dienste als Söldner. Wozu braucht ihr diese Relikte? Das müsst ihr nicht wissen. Macht es einen Unterschied, ob ich es weiß? Na schön, drauf gepfiffen. Es ist jetzt ein Jahr her, dass ich den Ralas als einzige Wahrheit akzeptiert habe. Aber aus irgendeinem Grund lässt mich der erste Seher immer noch Bänke putzen und Unkraut jäten, während weitaus weniger vielversprechende Anwärter bereits zu Akolyten erhoben wurden. Dass der Vater ein Interesse an den alten Zivilisationen hat, ist allseits bekannt und... naja. Ihr wollt ihn beeindrucken, damit er euch zum Akolyten erhebt. Ach, nennt es, wie ihr wollt. Okay, na schön, ich helfe euch. Wonach genau soll ich Ausschau halten? Nach allem, was nach alter Zivilisation aussieht. Sternlingstechnik, pyräische Kostbarkeiten, Schalen, Münzen, Vasen. Es wird nicht zu eurem Nachteil sein. Kommt einfach wieder, sobald ihr etwas gefunden habt, und ich kaufe euch das Stück zu einem Preis ab, den euch kein anderer Händler dort oben machen würde. Alles klar? Gut. Ich werde hier warten. Okay, pyräische oder sternlingische Gegenstände beschaffen. Ihm kann ich also... den Schrott verkaufen.
Okay. Eine Schwesterträgheit. Darf ich hier hoch? Ralaim? Bruder Wollust? Spross? Noch ein Spross? Ist es gefährlich, wenn ich hier irgendwie da unten unterwegs bin? Kommt man von da auch wieder hoch? Schwester Knight. Eine Fremde? Was tut ihr hier? Ich bin im Auftrag des Essen Seers und soll mir meine Belohnung abholen. Hier ist das Schreiben. Zeigt. 300 Groschen, so so. Und was zum Henker habt ihr getan, um so viel Geld zu verdienen? Ich habe dem Ersten Seher die verlorenen Seiten des, aus Gerbasons Biografie gebracht. Die? Beeindruckend. Hier ist euer Geld. Viel Erfolg. Handelt ihr zufällig auch? Für gewöhnlich nicht, aber wenn es nur Tränke und Schriftstücke sind, die ihr braucht, dann kann ich euch vielleicht aushelfen. Okay, die hat einen Ruhmbogen, mittleren Rucksack. Genesungstränke, die könnte ich gebrauchen. Sienta Sinistra, psionischer Splitter, Stufe 2. Der fehlt uns. Mythen und Legenden, haben wir alle, Zauberbuch. Riesiger Rucksack, ja, so, kann ich ihr meinen Schrott auch andrehen? So, ich hoffe, ich kann ihr wirklich was andrehen. Ich kann ihr nicht wirklich was andrehen. Wünschelbrunnen, Tiefgrab, Zauberbuch, Blitzkutte, Rang 2. Hypnotisieren, Rang 3. Okay, haben wir schon gehabt. Okay. Zauberbuch, Läuterung. Die muss ich mal lesen. Die Amethysten. Diamanten. So, die Rubine. Nahtlose Smaragde. Und diese Smaragde. Ja, haben wir Gewinn gemacht. Aber schade, dass ich hier den ganzen anderen Scheiß nicht. Nichts. Irgendein Hinweis muss ich. Ich glaube, hier darf ich nicht hin. Erster Seher. Na sowas. Die Söldnerin kehrt zurück. Das Herz zeigt. Ich habe Schwester Hochmuts Herz. Zeigt. Interessant. Na schön. Ihr habt euren Teil der Vereinbarung gehalten, also halte ich meinen. Schwester Hochmut erzählt etwas davon, keine Gesichter mehr sehen zu können. Das war der Grund für ihre Flucht. Wie schön. Aber wisst ihr was? Der Grund interessiert mich nicht. Sie hat sich dem Ralas versprochen, dem Vater, und sie hat ihn verraten. Die Strafe dafür ist der Tod. Punkt. Aus. Fertig. Okay. Ich hätte das vielleicht nicht sagen sollen. Dann werdet ihr mich für diese Expedition anheuern? Das kann einzig und allein der Vater entscheiden. Man wird euch kontaktieren, wenn er eine Entscheidung getroffen hat. Jetzt geht's. Bruder, habt ihr? In der Unterstunde auf eine Benachrichtigung von Tarael warten. Wo ist denn Tarael? Ich speichere mal. Ich will wissen, was passiert, wenn ich da durchgehe. Schwester Eitelkeit? Ralaim? Spross? Akolyten?
Noch ein Spross, noch ein Spross. Hier sind die Akolyten, okay. Ah, da ist ein Unterschied. Dann Stimme, Stimme. Noch eine Akolytin. Spross, Spross. Bruder Eifersucht. Eine Seherin. Was wollt ihr? Nichts. Bruder Trauer, nein. Da ist er. Okay, hier kommt man eh nicht weiter. Ihr dürft nicht zulassen, dass sie ohne mich geschieht. Nein. Ihr werdet schon noch sehen. Wir alle. Okay, ich glaube, hier können wir auch nicht mehr so viel machen. Ist aber auch ganz schön düster hier. So, aber hier will ich wieder meine Sachen anziehen. So. Das hier wieder. Meinen Rucksack. Und das hier. Es wird geschehen. Irgendwas, was ich wissen müsste. Weg, dass ich nicht lache. Geht's hier raus? Nee. Wo ist der Ausgang? Na, habt ihr euch vom Zusehen schon die Hände blutig geschuftet, Oberstädterin? Ach, halt die Fresse. Geht weiter. Hey, hey, ihr da! Wartet! Ja? Was gibt's? Ich hab einen Brief für euch. Glaube ich zumindest. Ihr seht so aus, wie der Missar gesagt hat. Dann zeig mal her. Also, naja, der Missar meinte, ihr würdet mir dafür 10 Groschen geben. Er hatte gerade nichts dabei. Wenn er dich nicht bezahlt hätte, hättest du mir den Brief erst gar nicht gebracht. Also gib her. Ach komm, die braucht das Geld. Sicher doch hier. Toll, danke euch. Und sichere Straßen. Alles Ungeziefer. Egal, wie sie sich nennen. So, den Brief lesen. Apropos, wir müssen die Sachen da unten auch mal lesen. So, Totenhaus. So, wo ist der Brief? Brief eines Botenmädchens. Den Brief lesen, Tarell im Versteck treffen. Trefft mich im Versteck. Erstmal den Weg dahin wiederfinden. Haben die immer man mit sagt, den die Renate heuert gerade seltener an. Jeder mit auch nur einem Funkenanstand sollte darum einen weiten Bogen machen. Altes Wasser. Wo ging's nochmal raus? Box mich nicht, ja? Ich denke wohl, sie ist Vatyra höchstpersönlich. Stahlkrabben. Was waren nochmal die Stahlkrabben? Ich habe es vergessen. Hauptkaverne hier. Ah, das hochwohlgeborene Sonnenkind stattet uns einen Besuch. Schaut gut hin. So sind echte Arbeiter.
Was? Nichts, ich, Hier, Schuppen. Tarai? Habt ihr sie getötet? Ja. Gut. Das ist gut. Wisst ihr, Nessa ist nur kurze Zeit nach mir der Ralata beigetreten. Sie war auch ein Straßenkind. Wir haben eine Weile lang sogar in derselben Baracke geschlafen, während unserer Zeit als Sprösslinge. Und jetzt ist sie tot. Ein seltsames Gefühl. Wusstet ihr von ihrer Krankheit, wegen der sie geflohen? Wenn ihr euch so nahe standet, warum habt ihr ihr nicht geholfen? Wir standen uns nicht nahe. Sie war eine Mörderin, genau wie jeder dieser fanatischen Bastarde. Ich hätte ihr ohne eine Sekunde zu zögern die Kehle durchgeschnitten, wenn ihr es nicht getan hättet. Wusstet ihr von ihrer Krankheit, wegen der sie geflohen ist? Von den Gesichtern? Gesichter? Nessa konnte keine Gesichter mehr sehen. In ihren Augen begann sie zu schmelzen, wenn sie zu lange hinsah. Es hat sie in den Wahnsinn getrieben. Aha. Aha, was haltet ihr davon? Was soll ich davon halten? Ich bin kein Apothekarius. Vielleicht hat sie sich auf ihren Ausflügen in die Silberwolke eine Portion Glimmerstaub zu viel reingezogen. Sie wäre nicht die Erste. Okay. Wie geht es nun weiter? Nun heißt es erstmal warten, bis wir vom ersten Seher hören. Wenn wir Pech haben, endet unser Plan dort. Wenn der Vater kein Interesse an euren Diensten hat, war's das. Aber in der Zwischenzeit gibt es etwas anderes, bei dem ich eure Hilfe gebrauchen könnte. Gegen Bezahlung, versteht sich. Worum geht es? Es hat mit meiner Vergangenheit zu tun. Mit der Einkehr. Das Waisenhaus, in dem ihr groß geworden seid, richtig? Ja. Ich habe euch doch erzählt, dass Shagun, die Matrone des Hauses, von den Entführungen wusste. Oder besser gesagt, dass sie es war, die uns verkauft hat. Ja. Tja, diese Informationen habe ich tatsächlich erst seit kurzem. Ich dachte eigentlich immer, dass die Ralata Shagun dazu gezwungen hätte. Und selbst jetzt gibt es da einen Teil in mir, der das immer noch nicht glauben will. Der Grund, dass ich zurück in die Einkehr will, ist, dass ich Gewissheit will. Ich will wissen, wie tief Shagun in dieser Scheiße tatsächlich drin gesteckt hat. Und ob sie vielleicht sogar etwas darüber wusste, warum der Vater uns Kinder haben wollte. Und ihr meint, das Waisenhaus kann euch da Antworten liefern? Wonach wollt ihr denn suchen? Es ist seit Jahren geschlossen, aber vielleicht sind Shaguns Dokumente noch dort. Und falls ihr euch jetzt fragt, wozu ich euch brauche, seit der großen Fleischmadenplage ist das Haus ein Friedhof. Nehmt das bloß den roten Wahnsinn. Es wimmelt dort nur so von Verlorenen. Dann wollt ihr Rückendeckung? Ja. Ich würde es vermutlich alleine schaffen. Aber jetzt ist der falsche Zeitpunkt für unnötige Risiken. Also, treffen wir uns am Marktplatz vor Sorgbahn und Söhne. Ich muss noch ein paar Vorbereitungen treffen. Tarell vor Sorgbahn und Söhne treffen? Achso. Er wartet jetzt hier, okay. Ich dachte schon, hier sollen wir jetzt warten, aber okay, wenn er oben warten will. Ich weiß nicht, sind die Ralata oben in der Oberstadt überhaupt gerne gesehen oder werden die hier oben angegriffen? Grüße. Grüße. Wie lange muss ich jetzt warten? Apropos, ich könnte eigentlich mal mein Schwert hier wieder magisch aufladen. Ja, das wird erstmal reichen. Sitzen einfach so, wenn ich mal sich einfach. Alte Wunden. Achso.
Als würde sie wirklich mal härter durchgreifen. Manche wissen einfach nicht. Ach, Südviertel. Also hier müssen wir hin. Okay. Dann bin ich wahrscheinlich zu weit gegangen. Geht weiter! Ach, halt die Klappe, Amira. Guten Abend. Ach, Sorgbahn und Söhne ist in der Unterstraße. Ach so, okay. Ja gut, Hier gibt es nur einen Pfad und der führt abwärts. Die Lache. Okay, Unterstadtbarackenplatz. Okay, was die Ralate angeht, ist man wirklich hauptsächlich nur hier unten, ne? Ich will nichts von euch. Ah, da ist er schon. Geht weiter. Gehen wir? Ja. Gut. Lasst mich. Lasst mich einfach in Frieden. So. Mit Tariel das Waisenhaus Einkehr betreten. Ist das Waisenhaus hier? In der Unterstadt oder wo? Glimmerstaubgasse? Glimmerstaubgasse? Waren wir schon mal hier? Vorsicht! Jo! Tatsächlich? Ach da. Verlorener Fleischfadenkranker. Okay. Tariel, ich brauche Hilfe. Yo! Okay, das ist ein bisschen heftig hier. Ja, kümmert ihr euch um Tariel? Ich glaube, das werde ich nicht überleben. Scheiße. Ja. Da hinten ist noch einer. Tariel, kümmer du dich um den. Lächerlich.
keine gute Idee, jetzt dahin zu gehen. Ich hoffe, ich bleibe hier versteckt. Geh weg. So, okay, ich bin jetzt versteckt. Ich kann jetzt eine Brezel gönnen. Und eine Cremetorte. Vorsicht, Feind in Sicht. So, ich hoffe, ich überstehe das. So, das müsste jetzt reichen. Ja. Geschafft. Speichern. Überstanden. So, haben die noch irgendwie was? Irgendwas Brauchbares? Okay, das passiert mit den Fleischmagenkranken. Da waren aber auch schon ein bisschen viele hier. Schatulle. Machen wir mal auf. Der Verbergung und Magiewiderstand. Können wir verkaufen. Oh, eine Eispranke. Eispranken sind wichtig. So, da ist das Waisenhaus. Ich gehe mal nach da hinten. Und speichere vielleicht vorsichtshalber. Tarael, jetzt bist du im Weg. Knoblauch, Mana-Trank. Für uns nichts vom Wert. Okay, ab in den Waisenhaus. Waisenhaus zur Einkehr. Das ist es. Seltsames Gefühl, nach all den Jahren wieder hier zu sein. Wir sollten... Was zum Henker? Was ist los mit euch? Hä? Was soll mit mir los sein? Ich... egal, vergesst es. Also, Shaguns Arbeitszimmer sollte im ersten Stock sein. Sehen wir mal nach. Ich will mich hier aber umsehen. Was soll mit mir sein? Das sind Puppen? Ich glaube, mit ihm passiert auch irgendwas. Ach, Kalian. Ja, nehmen wir trotzdem mit. Benötigt einen Schlüssel? Warum ist hier immer so viele Bücher vom Schlechter, vom Arg? Aber immer die wir schon bereits haben. Ich glaube, das ist Glimmerstaub. Eine Grabschaufel. Ah, wir haben schon 40. Nice. Okay, auf zu Tarail.
Ich glaube, der hat jetzt lang genug gewartet. Papierrollen? Nein! So, Papierrollen weg. Genesungstrank, nice. Gut, da wären wir. Und sieh mal einer an. Einnahmen, Ausgaben, Lagerlisten. Nein, das hilft uns nicht weiter. Und wenn Shagun ihre Machenschaften mit der Ralate einfach nicht dokumentiert hat? Glaube ich nicht. Wenn ich mich an eines erinnere, dann daran, wie versessen diese alte Fotze auf ihre Listen war. Alles musste dokumentiert werden. Jeder Kantenbrot, jede Spende. Wenn sie also über Jahre hinweg Kinder verkauft hat, gibt es dazu sicherlich auch Berichte. Bloß eben nicht hier. Ihre Geheimfächer. Das wäre eine Möglichkeit. Sie hatte Geheimfächer? Jeder Unterstädter hat Geheimfächer. Auch wenn das Haus unter dem Schutz der Ralata stand, gegen den gelegentlichen Überfall konnte man nichts tun. Allein ich kann mich an ein halbes Dutzend erinnern. Sie sind einfach gekommen, haben etwas rumgepöbelt und mitgenommen, was sie zu fassen bekommen haben. Irgendwann hat Shagun sie sogar einfach reingelassen. Selbst wenn man also ein Schattengeld zahlt, ist man hier unten nicht sicher? Nein. Verstehe. Irgendeine Idee, wo die Geheimfächer sein könnten? Nein, aber ziemlich sicher hier im Waisenhaus. Los, wir teilen uns auf. Ihr übernehmt die Küche, den Keller und den Lagerraum im Hinterhof. Ich den Rest. Gut, irgendwelche Tipps, wonach ich es Ausschau halten soll? Versteckte Schalter, doppelte Wände, das Übliche eben. Ihr schafft das schon. Alles klar, ich rufe euch, wenn ich was gefunden habe. Und ich euch. Viel Glück. Asche! Buch 4! Tarael? Tarael, wir kriegen Besuch. Ja. Okay, den haben wir. Ich bin super, dass sie gerade auf Tarael gehen. Okay, und überlebt. So, was haben wir hier? Silber-Saphir-Diadem der Magie-Regeneration. Das sieht für mich aus, als wäre das eine geheime Tür, aber okay. Ich soll im Keller suchen. Mann, ich will das Spielzeug mitnehmen. Und warte mal, wir haben jetzt Schlechter von Ark, Asche jetzt. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bücher. Buch 1 und Buch 3 fehlen uns definitiv noch. 1, 2, also 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buch 1 und 3 fehlen uns. Die müssen wir wiederfinden. Groschenbeutel. Von hier kam... Okay, warte, aber ich muss da gucken. Tarael.
Vorsicht. Ach ne, noch einer. Komm. Wir regenerieren Leben, okay. Vorsichtshalber nochmal speichern. Da ich jetzt nicht weiß, ob hier noch mehr von denen kommen. Ansonsten renne ich gleich wieder zu Tarael. Tarael! Vorsicht, Feind in Sicht. Ja. Ja, die sind ein bisschen stark. Speichern. Und die Fackel wieder raus. Also irgendwelche Schalter oder so? Ne, ich glaube, die Tür, die von verschlossen war, die jetzt offen ist, da müssen wir hin. Also hier. Und diese Schlüssel, Geselle. Morgenlufttrank. Hühnchen. Murat der Gesichtslose. Stimme der Vergessenen. Okay, hier sind Gräber, also Särge. Nochmal Ambrosia. Eine Windwurz, roter Windwurz. Alter Stoff. Also ich vermute, hier muss das irgendwie irgendwo sein.
irgendwo? Doch nicht hier, oder wie? Hier dann? Rostiges Kästchen? Nötiger ein Schlüssel. Hier vielleicht dann? Wo könnte es versteckt sein? Steht hier irgendwie was? Alle Geheimfächer im Waisenhaus finden? Tarell und ich erreichten das Waisenhaus. Er offenbarte mir, dass Shagun, die Leiterin des Heims, mehrere Geheimfächer hatte, in der sie wichtige Dokumente versteckt hielt. Wir sollten das Haus danach absuchen. Oh, es sind überall hier Geheimfächer? Okay. Bloß wo? Kann ich hier auf der Minimap irgendwie... irgendwie sehen, wo was ist? Ich sehe einen Knopf. Okay, ein Geheimfach gefunden. So, und altes Buch. Das alte Buch zeigen. Ja, aber ich will jetzt erstmal die anderen Geheimfächer noch finden. Hier haben wir. Hat ein Weilchen gedauert. Ich gehe mal davon aus, dass hier irgendwo ein Schlüssel sein könnte. Oder warte. Auf der Minimap ist nichts zu erkennen.
Scheiße. Hilfe. Wo habe ich zuletzt? Hier hatte ich zuletzt gespeichert. Nee, das wollte ich nicht. Aber ich glaube, es hängt damit zusammen. Benötigt einen Schlüssel. Habe ich den Schlüssel? Schnipp, schnapp, schnapp, der Kopf muss rein. Irgendwo wird es doch wohl einen Schlüssel versteckt geben, ne? Schnipp, schnapp, schnapp, der Kopf muss rein. Nein, 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 das Herz muss rein. Schnipp, schnapp, schnapp, der Kopf muss rein. Nein, das Herz muss rein. Schnipp, schnapp, schnapp, der Kopf muss rein. Nein, 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 das Herz muss rein. Oder wenn wir da nochmal runtergehen, da ist bestimmt auch irgendwo ein Schalter, Hebel, irgendwas. Das hier hatten wir ja schon. Hier hinter ist irgendwo ein Raum. Hier hinter auch. Wie komme ich da hin? Den Sarg will ich jetzt nicht. Hier vielleicht irgendwo irgendwas versteckt. Oder an der Säule. Ansonsten egal, dann gehen wir zu Tarail. Oder ich gucke nochmal ganz oben im Büro. Vielleicht habe ich da einen Schlüssel übersehen. Festlederhelm, ja, brauche ich nicht. Egal, auf zu Tarail. Wir haben das Buch. Schnipp,
Schnipp, schnapp, schnapp. Nichts gegen ein bisschen Heiterkeit, aber ist das der richtige Ort dafür? Alles in Ordnung? Tarael? Ja. Tarael. Damals gab es ihn noch. Jetzt ist er fort. Es gibt nur noch Bruder Zorn. Er hat sie alle getötet, wisst ihr? Leto, Wilma, Eref. Alle weg. Alle tot, weil sie nicht in das kalte Fleisch wollten. Wir haben geschrien. Geschrien so laut wir konnten, weil es so unglaublich wehgetan hat. Aber er wurde dann immer so sauer, weil er sich nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren konnte. Aber was hätten wir denn tun sollen? Es hat einfach so wehgetan. Egal wie viel von dem blauen Saft er uns gegeben hat, es hat so wehgetan. Ihr meint den Vater, richtig? Vater? Ja, unser Vater. Wir durften sie nie sehen, wisst ihr? Immer trug sie diese Maske. Diese scheußliche, grässliche Maske. Erinnert ihr euch an das, was er euch angetan hat? Ja. Er hat uns glücklich gemacht. Das hat er uns immer wieder gesagt, dass er uns glücklich machen wollte. Anfangs habe ich es ihm geglaubt. Aber dann haben sie Leto geholt. Leto, verdammt. Sie sind einfach gekommen, haben ihn davongerissen und in den Raum gebracht. Ich habe ihn schreien gehört, die ganze Zeit. Und dann plötzlich... Stille. Stille für immer. Aber ich sollte nicht so viel reden. Wenn ich rede, kommt der Vater und ist wütend. Lasst mich schlafen. Einfach schlafen. Was tut ihr hier? Ich habe euch beim Schlafen beobachtet. Was ist passiert? Ihr habt vollkommen den Verstand verloren. Ihr erinnert euch an nichts? Erinnern? An was soll ich mich erinnern? Oh, mir war schwummrig, also habe ich mich kurz hingelegt. Das muss der Hunger gewesen sein. Ich habe seit fast 2 Tagen nichts mehr gegessen. Das stimmt nicht, ihr hattet einen Anfall. Anfall? Was meint ihr? Schwer zu sagen. Ich glaube, ihr hattet eine Art Rückfall in eure Kindheit. In eure Zeit bei der Ralata. Was? Aber warum? Was habe ich gesagt? Tarell von dem Anfall erzählen? Einiges. Ich verstehe. Das muss dieser Ort gewesen sein. Er hat die Erinnerung hochgeholt. Lass es so klingen, als wäre das alltäglich. Was wollt ihr hören? Ich habe keine Ahnung, was das eben war, so wenig wie ihr. Und jetzt erinnert ihr euch an nichts mehr? Nein, ich fürchte nicht. Aber sei's drum, das tut jetzt nichts zur Sache. Was ist mit dem Versteck? Habt ihr etwas gefunden? Das alte Buchzeug. Ihr hattet recht, Shagun hat die Übergabendokumente. Ich lass ihn mal. Lasst mal sehen. Tatsache. Das ist eine Liste aller Kinder, die verkauft wurden. Name, Alter, Preis. Verhökert wie viel. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Aber mir steht hier nicht. Ist das alles, was ihr gefunden habt? Ja, entweder Shagun wusste also nicht, was der Vater mit den Kindern vorhatte, oder sie hat die Beweise mit ins Grab genommen. Verdammt. Ich konnte die andere Sache nicht finden. Gut, was habe ich erwartet? Ein Versuch war's wert. Wollt ihr was wissen? Shagun, ich hätte das niemals von ihr gedacht, bis ich das mit ihrer Teilnahme an den Geschäften erfahren habe. Ich dachte immer, sie wäre der Beweis dafür, dass nicht jeder Mensch sich verderben lässt, wenn man ihm nur genug Geld in den Arsch schiebt. Scheinbar habe ich mich getäuscht.
Wir haben mehrmals von diesem Leto gesprochen. Wer war das? Was schert euch das? Kann euch das nicht eigentlich vollkommen egal sein? Was wir da vorhaben, ist Wahnsinn. Ich will wissen, mit wem ich da wirklich zusammenarbeite. Es gibt keinen besonderen Grund, das interessiert mich einfach. Ich weiß nicht, vielleicht hilft es euch ja, darüber zu reden. Als würde Reden jemals helfen. Aber na schön. Ihr habt mir bislang wenig Grund gegeben, euch zu misstrauen. Also scheiß drauf. Wenn wir Pech haben, sind wir in ein paar Tagen ohnehin nicht mehr am Leben. Kommt, suchen wir uns was zum Sitzen. Das wird ein längeres Gespräch. Okay. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, das Gespräch uns anhören. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!